Servus Leute, ich bin JP von den PS-Profis. Ich bin hier auf der Naumburg-Tour und bin eigentlich zum Bewerten da. Und Autogramme geben tue ich auch von morgens bis abends. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis später. Tschüss. Hallo, ich bin André von VRG Göttingen. Wir sind so ein kleiner Club, paar Freunde, ein bisschen Spaß haben, Party machen und so. Das hinter mir ist mein Golf 4 V6 4Motion. Ist ein bisschen dezent getunt worden, 20 Zoll USA-Felgen, Gewindefahrwerk, Verbreiterung und so. Und heute sind wir hier in Naumburg auf dem Tuning-Treffen. Wie immer, gute Laune dabei, schöne Frauen, natürlich auch schöne Autos hier. So, hallo, ich bin der Lars. Ich habe hier einen 83er Golf GTI. Sind jetzt ungefähr 10 bis 12 Jahre Arbeit drin. Hab das Fahrzeug von Grund auf neu aufgebaut, also Rohkaross. Es war keine Schraube mehr drin, es war kein Kabel mehr drin, gar nichts mehr. Wert ist mir bisher unbekannt, ich habe es noch nicht zusammengerechnet. Spielt aber hierbei keine Rolle, weil einfach immer weiter baut, bis halt irgendwann mal ein Ende da ist. Aber ich glaube, das Ende erreiche ich hierbei nie. Ja, hi, mein Name ist Maximilian Peppler, ich komme aus Gießen. Und hinter mir sehen wir 8 3000 Watt Verstärker von der Firma Audio System. Das Ganze läuft an 8H15 SPL Subwoofer und ist deutschlandweit eigentlich fast die lauteste Musikanlage bei der Lautstärke. Also ich bin auch in der Lage, ganz normal Musik abzuspielen bei einer sehr, sehr hohen Lautstärke. Jetzt wurde der Schalldruck gemessen im Auto. Das funktioniert so bei einer bestimmten Frequenz. Am besten die lauteste Frequenz wird da ausgelotet im Auto und die Frequenz gebe ich dann wieder und habe einen möglichst hohen Wert. Also es geht darum, möglichst hohen Wert zu erzielen. Da knapp 160 dB, also 159,9 heute leider nur. Aber es war auch jetzt nur die Hälfte der Leistung, also da geht noch ein bisschen mehr.